So, nächste Begegnung. Der Veteran Peter Frontera gegen den Österreicher Linken Rodriguez. Peter Frontera aus Deutschland. Etwas größer wie Lincoln Rodriguez. Ja. Hat hier Reichweitenvorteile. Klar. An seiner Seite. Das ist jetzt das fünfte Match im Länderkampf. Österreich führt 4-0. Das fünfte Match. Peter Frontera, ein absoluter Grappling-Spezialist, einer der besten, der überhaupt in Deutschland leben, wird von einem brasilianischen Großmeister trainiert. Brazilian Jiu-Jitsu. Ist aber im MMA, hat er noch nicht so viele Kämpfe bestritten, will sich aber jetzt sehr auf MMA spezialisieren. Ist in einer Topform, hat hier auf diese Größe, 1,90 Meter glaube ich knapp, nur 83 Kilo oder 85, Verzeihung, 85 Kilo. So, jetzt unser Wiener Brasilianer aus Wien. Der Bad Boy. Bad Boy Rodriguez. Ein bisschen leichter, um einiges kleiner. Kurze Geste ins Publikum, zu zeigen, hallo. Ist ja in Wien sehr erfolgreiches Trainer. Naja, ich mein's ernst, das sieht auf jeden Fall so aus. Ja, er hat hier das Temperament, wie es die Brasilianer gewohnt sind. Im Hintergrund sieht man seinen Bruder. Genau, Ivan. Ivan Rodriguez. Er ist ja im Leichtgewicht Champion und er gewicht quasi bis 70 Kilo. So, jetzt geht's los. Rodriguez ist, glaube ich, ja nur 1,77 Meter im Gegensatz zu Frontera. Rodriguez, ein absoluter Bodenspezialist. Lincoln, wie gesagt, aus Brasilien, hat den gleichen Großmeister wie Peter Frontera, der öfters nach Deutschland rüberreist, um Seminare zu geben. Und Lincoln wurde von diesem brasilianischen Großmeister ausgebildet und trainiert. Und Lincoln weiß, was hier, welches Kaliber Frontera hat. Obwohl er Deutscher ist, hat er wirklich das Brasilien Jiu-Jitsu in Leib und Seele übergehen lassen. So, jetzt geht's los. Natürlich immer nicht leicht, wenn man weiß, dass der Gegner den gleichen Background hat wie man selbst. So, da sieht man ja den größten Unterschied. Ja, Peter Frontera, einiges größer. Hat aber, wie gesagt, im Bodenkampf nichts zu sagen, vielleicht sogar öfter ein Nachteil. So, jetzt geht's am Stand. Ja, wie erwartet geht's gleich zu Boden. Rodriguez jetzt. So, oben. Die High Guard, man sieht, er setzt die Guard sehr oben hoch an, unter ja. den Achseln an. Ja. So, und versucht gleich zum Armbar. Zum Armbar. Er fackelt nicht lange rum von derer. Jetzt. Ja, was hier, ja. Technisch natürlich beide auf absolutem hohem Niveau. So, pah, Triangle. Sehr schön bilderbuchmäßig hinausgekommen, der Linken. Schockmann unterbricht jetzt da. Sehe ich nicht genau, um was es geht. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ich glaube, er hat den Zahnschutz ausgespuckt, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, dass, oder es war da ein Problem, weil er... glaube ich, zum Kopf getreten hat vom Gegner. Glaube ich, das war mal im Gespräch. Man konnte es auch hier jetzt nicht so gut sehen. Da fehlt die Kameraperspektive, die das hätte aufklären können, aber aha, ich glaube auch, das war das Treten auf den Kopf. Er wird ermahnt, die Ecke wird darüber aufgeklärt, dass der Kampf unterbrochen werden kann, also beendet werden kann. Durch wobei es jetzt interessant wird, wenn Stockmann wieder vom Stand weg kämpfen lässt, verliert natürlich Rodriguez jetzt dann die bessere Position, unter Anführungszeichen bessere Position, die obere Position. So, ja, hier wird bei dem Clincher von derer bereitet vielleicht die Knie vor. Ja, da ist... Ja, da wissen beide natürlich, was sie tun. Das ist sehr schwierig. So. Und er geht mit Rodriguez zu Boden, die Half Guard. Oh. Ja, hier drückt Rodriguez, glaube ich,
am falschen Platz. Er powert sich so aus. Und der macht sehr schlau, er geht gleich auf die Seite um den Druck. Hätte hier an seiner Stelle die Full Guard zuerst versucht und dann. Aber mal schauen, was das bringen kann. So, ja. Ellbogen, Oberschenkel setzen. So, in die Mount. Oh, Side Mount. Side Control. Da macht das sehr gut. Man sieht, dass er mit der rechten Hand die Hand von Rodriguez blockiert. Sehr schön. Ah, und jetzt hat er die untere Hand auch schon blockiert. Der Kopf ist frei für Schläge. Das ist sehr gefährlich für Rodriguez jetzt. Jetzt muss er versuchen, da die Hand rauszukriegen. Ja, hat er eh schon. So, Frontera versucht Knie im Bauch. Knie im Bauch gar nicht so sehr jetzt in die Mount zu kommen. Was meines Erachtens noch auch sehr, sehr sinnvoll ist, wenn die Kämpfer noch so frisch sind, sollen sie in der Side-Control sich vorarbeiten. So, wie sitzt da? Aha, okay, noch immer Side-Control. Na, Frontera vereitelt jeden Versuch von Rodriguez in die Guard zu gehen. Das sieht man, er macht das wirklich bilderbuchmäßig, der die Side-Control haltet. Sehr schön. So, er geht jetzt mit der linken, er sollte mit der linken Hand zur Hüfte von Frontera kommen, damit er seine Füße reinbringen kann. So, ja, sehr gut aus der Side Control. Blockiert wieder. Frustriert wird vielleicht Rodriguez ein bisschen, weil er wirklich einiges versucht hat, um in die Guard zu kommen. Von der Ellbogenschläge jetzt dann, ja. Ja. Weil man sieht, er hat die linke Hand von Rodriguez voll unter Kontrolle. Rodriguez ist meines Erachtens noch halt auf der falschen Seite. Er dreht sich immer weg vom Gegner. Er dreht sich mit dem Rücken zum Gegner. Das ist, er muss versuchen, in die Guard zu kommen. Die Side Control ist jetzt gefährlich. So, versucht er jetzt. Jetzt hat er wieder die rechte aber Hand. Aber jetzt ist die rechte Hand. Wieder unten drin. Jetzt kassiert er Schläge, da kann er nicht viel tun. Es ist halt so, dass Frontera einen immensen körperlichen. Ja, jetzt kassiert er Schläge, da kommt er nicht mehr raus. Er schafft. Man muss ja auch sagen, Lincoln hat ja Fieber gehabt in der Vorbereitungsphase. Er hat plötzlich einen Virus eingefangen. Aber da sieht man, dass Lincoln ein wahrer Krieger ist und der Kämpfer. Er ist trotzdem antreten, hat nicht kurzfristig abgesagt. Er kämpft gegen Frontera. So, Peter Frontera, ein absolut starker Mann. Ein Top-Mann. Ja. Damit steht es 4-1. Aber noch immer für Österreich, Gott sei Dank. So, Peter Frontera, Sieger durch Aufgabe. Meine Damen und Herren, das ist der Sieger und somit steht es in unserem